Hier auf die andere jetzt. So, die hätten wir schon mal besiegt. Und wir lassen die Truppen weiter vorrücken. Ich schicke meine Regiments Pferde jetzt auf deren Artillerie. So, und hier. Irische Brigade. Dahinter nochmal 6 Pfünder berittene Artillerie seitens der Feinde. Und die ziehen sich auch mal weiter zurück, die Feiglinge. Oh, nee. So, jetzt aber. Ja, genau. Hier wird ordentlich geschossen. Da mitten rein. So. Jetzt wird hier auch endlich mal geschossen. So, das sind schon die nächsten Reichweite. So, und die gehen jetzt mal in Nahkampf gegen die Kanonen. Hier zieht er nochmal kurz zurück. Die Spanier bewegen sich hier nur blöd rum. Jawohl, und kriegen dabei ordentlich was auf die Mütze. Die werden von unseren Milizen zusammengeschossen, was ich total lustig finde. Hey, das sind ja gar keine Milizen hier. Ach, ey. Deswegen sind die auch so gut, weil es keine Milizen sind. Naja. So, ihr geht nochmal hier rein. Artillerie schieße ich auf. Lass sie auf die Kavallerie schießen. Genau, hier ist ein klassischer Linienfight. So, jetzt. Und die Miliz hat beide Artillerieeinheiten vernichtet. Das finde ich toll. Da ist die afrikanische Infanterie. Die können auch weiter nach vorne. Und die jetzt auch. So, jetzt haben sie geschossen. Ja, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Kavallerie ist immer gefährlich.
Ja, das war richtig gut. So, die Kavallerie hat auch nochmal was abbekommen. Auch wenn unsere Artillerie heute ein bisschen enttäuschend ist. Aber gut, man kann ja nicht immer in Top-Performance sein. So, und jetzt nochmal näher ran. So. Das ging ja lustig durch. Die Waffen sind alle durchgeladen haben, genau. Komm doch, irgendwas kann man immer schießen. So. Wir stehen direkt vor der Nase Linieninfanteristen. Oh ja, die kriegen es auch richtig hier rauf hier. So, jetzt haut alles ab hier, außer die und die. Aber die Spanier haben schon richtig große Brüste, kann man ja anders sagen. Es versteckt sich noch zwei Trupps hier. Einmal eine komplette Bataillon irische Brigade, was heißt das hier? Irische Brigade, so. So, die nehme ich einfach mit. Das ist schön an Briten Artillerie. Die kann man umstellen. Und zwar schnell. Und unsere Leichtinfanterie sollte auch nochmal eine Rolle spielen, vielleicht. Oh, die sind schon in Reichweite. Vielleicht schießen die ja sogar mal hier. Ja. Oh, das war richtig gut. 18 Tote mit einer Salve. Oh ja. Die tun wir jetzt ein bisschen leid in die Spanier. Die Milizen sind immer noch frisch. Das ist doch wunderbar. So, die Hüsis einmal nach vorne bitte. So, hierhin vielleicht. Und zwar im Galopp, wenn es geht. Danke. Die auch noch nach vorne. Die auch. Nee, besser hierhin. Ich brauche die hier, die Artillerie, vor allem, um damit, also mit der Artillerie, auf die Infanterie zu schießen. Die sind ziemlich hinter Deckung und man kann die eigentlich nur mit Artillerie, Kadetschen oder Kanonenkugeln da wegkriegen. Oh, das war richtig gut. Der auch, ja, die hauen uns schon ab, denke ich gleich. Jo. Der General ist tot. Lucio Galliano. Dann kann die Artillerie jetzt hoffentlich noch näher ran. Wir haben jetzt noch richtig viel Raum, um die letzte Infanterieeinheit aufzumöbeln. So, einmal abprotzen bitte. Das möchte ich mir schon gerne angucken, was jetzt passiert mit denen.
Die schießen aber auf unsere Truppen. Oh ja. Jupp. Jetzt haut ihr ab, wa? Typisch. Nee, fortfahren noch ein bisschen. Hoppala. Vorsicht. Nein, lass uns besser bleiben. Okay, wir haben gewonnen. Ja. Jo, viele haben sie nicht mehr übrig. Marschieren geradewegs hier in den Süden. Und wir nehmen die Verfolgung auf. In Paris ist natürlich mal wieder Stress, weil das ist immer so in Paris. Aber ich befreie jetzt nicht von der Steuer. Vielleicht kann man ja irgendwie hier mal so ein bisschen eine Armee dahin schicken. Ach, lass es bleiben. Die zweite Schlacht auf jeden Fall, die wir uns jetzt gönnen müssen, ist die Schlacht gegen die Maraten. Genau.